Es ist der 2.2.22. Wir müssen was unternehmen. Andere heiraten, wir wandern. Auf geht's. Unser Weg führt uns heute durch die Niese Niederung in Schieda und durch die Nessenbergstille. Viel Spaß! Die Papiermühle Plöger in Schieda. Am Anfang des Niesetals. Wir überqueren die Niese. Die Niese Niederung ist ein wunderschönes Naturschutzgebiet, das hier beginnt. Die biologische Station Lippe, 1992 gegründet, hat hier des Öfteren eine Skuddenschafherde, die zusammen mit dem Naturschutzbund Lippe angeschafft wurde, um die Landschaft zu pflegen. Rechts geht es nach Schieda und wir gehen links Richtung Steinheim, biegen aber noch vor der Abzweigung nach Wöbbel rechts ab und kommen dann in das Tal der Emmer. Die überqueren wir, um dann zum Nessenberg zu gelangen und zur Nessenbergstille, die ich so nenne, weil es dort in der Schonung eine wunderbare Stille gibt, in der man sehr gut die Vögel hören kann und auch andere Tiere, wenn man Glück hat. Ein LKW im Wald. Was geht da vor sich?
So. Dann ist der Matsch bald weg, ne? Dann ist bald vorbei mit dem Matsch hier, ne? Ja. Machen Sie mich unten runter, oder? Ja, das ist wegen Feuerwehr, damit wir hier reinfahren können, falls der Wald mal brennt. So, ja, ja, ja. Das ist der Grund, ja. Als für Wanderer auch gut. Die Bahnlinie Hannover-Altenbeken, die wir hier sehen, führt direkt durch Schieder, wo es auch einen Bahnhof gibt. Ein Grenzstein. Hier überqueren wir die Emma. Geht ein Stück den Radweg nach Blomberg entlang, eine ehemalige Bahnlinie. Und gleich rechts ab zum Nessenberg. Wunderbares Wetter heute.
Allerdings waren das nur wenige Minuten. Die meiste Zeit hat es dann doch geregnet. Wir nennen das ja auch die lippische Sonne. Hier geht es nun zum Nessenberg. Ich glaube, das Winter, das war...